Hickety-ho, da bin ich wieder, euer Valkris mit Mass Effect. Und die wollten hier hochgehen. Gucken, wie wir an den proteanischen Sender rankommen. Werden wir auch gleich mal machen. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Ja, Ashley. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ich wollte euch darauf hinweisen, dass im letzten Video bei 035 eine Kiste steht, die ich übersehen hatte. Das ist mir erst beim Video-Editing aufgefallen. Die geht Ihnen angetan. Da drin gibt es eine Mine und... Ja, was nehmen wir denn für eine Waffe? Medigel und etwas Credits, also... So. Wechsle ich doch auf das Sturm... auf die... So. Das war nicht... was soll denn das? Ja, genau die will ich. Ja, das Problem ist, mit der Klasse, die ich gerade spiele, mache ich nicht wirklich viel Damage mit der Schrotflinte. Aber gegen die Husks ist sie gerade gut. So, wir gehen erstmal hier rein. Eine schwere Rüstung, Präzisionsgewehr und ein Upgrade nehmen. Was haben wir hier noch? Universalgel und eine Granate. Die Tür. Sie ist verschlossen. Ja, das dechiffrieren wir. Und zwar kann man mit der... Also es ist jetzt wie ein Frogger-Spiel. Man kann mit der W-Taste vorwärts gehen, mit A und D links-rechts, mit der D-Taste, mit A, S links-rechts und mit der D-Taste zurück. Und man muss praktisch an den orangen Hindernissen vorbei, ohne die roten zu berühren, dann an den Mittelring kommen. Ist nicht so schwer, wie es aussieht. Menschen, dem Schöpfer, es ist bloß schwierig, wenn man es erklären muss, während man es macht. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Ja, Junge, haben Sie keine Angst. Mal. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Der ist echt nur am Flennen, oder? Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Ja, dann bye-bye. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel. Junge, jetzt nervst du mich, aber... besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Ja, das mit dem Turianer, was der nette Manuel erzählt hat... Stimmte, aber das werden wir gleich erfahren. Und wir kriegen hier eine Schrotflinte Scimitar. Ich glaube, die war auch besser als meine aktuelle. Also Ausrüstung. Schrotflinte war, glaube ich, hier. Ja, die macht ganz schön viel Damage. Was macht die Hurricane? Das ist ja fast... Na, ich nehme trotzdem die. Okay, ausgerüstet. Verpassen wir dennoch ein Upgrade. Und zwar Hammer. Heißt plus 20% Damage. Dann gucken wir mal, was mit der Pistole... Das ist die Pistole? Ja, okay. Da haben wir schon ein panzerbrechend Upgrade drin. Ja, ich denke, das können wir so lassen. Die Rüstung können wir eh nicht anlegen, wie ihr seht. Vielleicht kann unser Wächter sie tragen. Scheinbar auch noch nicht. Was haben die für Gewehre? Kommt, der kriegt auch eine Scimitar. Und dann gehen wir hier mal weiter. Aber ich werde vorhin kurz einen Save machen. Dankeschön. Und hier ist der Niles.
erfahren. Nihlas. Oh my gosh. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Er scheint ihn zu kennen. Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Ja, Saren, dieser Schuft, hat unseren Nihlas einfach von hinten erschossen. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Ja. Sehe sich nur die Füße. Das ist nicht gut. Ja, und wie es aussieht... Ich bleibe jetzt hier erstmal in Deckung. Oder ist was? Ja, ich habe irgendwas unterwischt. Wieder in Deckung. Gott, und das ist hier so rumrauscht. Das habt ihr jetzt gar nicht mehr gesehen. Das war das Schiff von Saren, womit er jetzt weggeflogen ist. Vor lauter Kampf habe ich das schon ganz vermüllt. Gut. Aber wo ist jetzt dieser dahinter, ha? Huh? Dieser Geth-Schuss. Gut, wie machen wir das? Geht mal dahin. Spielt Schießbodenfiguren für mich. Ich sehe auch, das ist der letzte von denen. Oh Gott, Leute, stellt euch halt an. Mann, es ist Nihlas. So macht man das. Oh. Ja, wir haben ihn gefunden. Da bewegt sich was, hinter den Kisten. Augenblick! Nicht schießen! Ich bin einer von ihnen! Ich bin ein Mensch! Sich so an uns heranzuschleichen, hätte sie fast das Leben gekostet. Es tut mir leid. Ich habe mich versteckt vor diesen Kreaturen. Ich heiße Paul. Ich habe gesehen, was mit dem Turianer passiert ist. Der andere hat ihn erschossen. Ja, wie ich bereits gesagt habe. Ich muss wissen, wie Nihlas gestorben ist. Der andere war zuerst hier. Er wartete hier, bis ihr Freund auftauchte. Er nannte ihn Saren. Ich glaube, sie kannten sich. Ihr Freund schien entspannt zu sein. Er vernachlässigte seine Abwehr und Saren tötete ihn. Schoss ihm direkt in den Rücken. Ich kann von Glück reden, dass er mich hinter den Kisten nicht gesehen hat. Was ist mit dem Sender? Uns wurde gesagt, dass ein proteanischer Sender zum Raumhafen gebracht wurde. Was ist mit ihm passiert? Der ist auf der anderen Plattform. Wahrscheinlich dort, wohin dieser Saren unterwegs war. Er sprang auf den Frachtzug auf, gleich nachdem er ihren Freund getötet hatte. Ich wusste, dass dieser Sender Ärger bedeutete. Seit wir ihn gefunden haben, ist hier die Hölle los. Erst tauchte dieses verdammte Mutterschiff auf, dann kam der Angriff. Sie töteten jeden. Jeden! Wäre ich nicht hinter diesen Kisten gewesen, wäre ich jetzt auch tot. Wie kommt es, dass Sie der einzige gefunden? Überlebende sind? Warum hat niemand anderes versucht, sich hinter den Kisten zu verstecken? Sie hatten nie eine Chance. Ich war schon hinter den Kisten versteckt, als der Angriff begann. Moment. Sie hatten sich schon vor dem Angriff hinter den Kisten versteckt? Manchmal brauche ich ein Nickerchen, um eine Schicht zu überstehen. Also habe ich mich hinter die Kisten verzogen, wo mein Vorarbeiter mich nicht finden konnte. So eine feige Drecksau. Sie haben überlebt, weil Sie faul sind? Ja, irgendwie... Eigentlich macht mich sowas krank. Nee. Du bist Wir die Mühe nicht wert. Wir müssen diesen Sender finden, bevor es zu spät ist. Nehmen Sie den Frachtzug. Den hat auch der andere Turianer genommen. Ich kann nicht hierbleiben. Ich muss von hier weg. Ja. In dem Sinne habe ich mich geirrt. Saren ist nicht mit dem mit diesem Raumschiff weggeflogen. Er hat nur den Frachtzug genommen. Radioaktiv und chemisch. Munitionsupgrades. So, aber jetzt muss ich noch kurz gucken, ob es da unten noch was gibt. Und wie ich mich erinnere, kommt jetzt gleich ein derbes Gefecht. Gespeichert wurde aber schon. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal... Halt, erst skillen wir noch. SWAT.
Und zwar will ich die Barriere mitnehmen. Das. Kann ich das nämlich skillen? Super. Und weil es ein Kumpel mir empfohlen hat, werde ich erstmal Frontkämpfer rausskillen, weil das Potenzial den prozentual den Waffenschaden erhöht. Finde ich ganz gut. Und was können wir bei den anderen skillen? Oh, die hat noch gar nichts. Gesundheitsregeneration. Ein Adrenalinschub, den nehme ich hier mal. Kampfpanzerung, Schadensschutz oder verbesserte Gesundheit und Gesundheitsregeneration. Nicht ganz einfach. Nehme ich ihr das Job-Upgrade oder... Oder soll ich sie auf dem Sturmgewehr skillen? Ich nehme mal erstmal diesen Schildboost. Und ja, komm, gib ihr die zwei Soldatenpunkte. Dann haben wir noch unseren Wächter. Da haben wir eigentlich die Basis so schon da. Nehmen wir noch die Wächter-Upgrades. Das finde ich ganz gut. Und dann legen wir doch mal los. Halt, jetzt muss ich doch ein Safe machen. Warum geht es der Schnell-Safe nicht? Ich stehe auf der falschen Seite. Und ich nehme auch meine Barriere mit raus. Die muss ich eh down spammen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass der Grafikeffekt von diesem Teil so derb war. Folgt mir dann mal. Und da wird schon wieder geballert. Schnell hier in Deckung gehen. Oh, das ist nicht gut. Danke, dass du mir die Deckungsmöglichkeit auch noch nehmen willst. Ah, und ich sehe gerade, wir haben Kisten, die wir nutzen können. Okay, gib mir mal ein bisschen Deckung, dann stürme ich vor. F, Bars heilen. Irgendwie gefällt mir die Position, in der ich gerade in Deckung gehe, überhaupt nicht. Ach ja, genau, ich konnte auch so in Deckung gehen. Muss ich erstmal warten, bis er herkommt. Gut, das war's für ihn. Das war's aber noch lange nicht, also lasse ich mir meine Teamkameraden vorstellen. Geht ihr auch in Deckung? Oh je, oh je. Ich sehe schon, ich habe ordentlich was abbekommen. Denn hier? Medigil kommt wie gerufen für mich. Ah, ich mag die Schrotflinte. Ja, ihr dürft wieder hinter mir her. Und? Gibt's was zu looten? Jemand wird dafür büßen. Definitiv. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Ja. Und wir haben unser Missionsziel fürs Erste erreicht.